Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Doch bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und nach diesem richtig geilen, krassen Intro, herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen, der Skyline... Moment. Das kommt mir jetzt gerade... Dieses Pferd mit dem Ausrufezeichen? Hat das Spiel gespeichert? Moment mal. Jetzt muss ich mal gerade gucken hier. So. Was ist das? Grenzland. Ja, das Taverne. Eigentlich müsste doch da jetzt Schatz stehen. Heißt das, der hat das jetzt gespeichert? Ich habe keine Ahnung. Ich vermute mal, er hat es gespeichert, weil dieses Pferd mit dem Ausrufezeichen da vorne. Kommt mir dann doch ziemlich bekannt vor jetzt diese Stelle. Na gut, Wie soll mal gucken kurz. Nee, das ist schon richtig so. Nee. Okay, gut. Nee, er hat sie erledigt. Aber diese Eimer nach Seiten. Ja, nee, dann ist es alles vorhanden wieder. Halb so schlimm, habe ich mich vertan. Wegen diesem Turm, da habe ich immer noch was am Starten, da warte ich immer noch auf eine Antwort auf euch, ob ich die jetzt nun wirklich besteige oder nicht. Das müsst immer noch ihr entscheiden bei der letzten Aufnahmesession, die letzte Folge, ich glaube es war Folge 11 oder so, müsste es gewesen sein. Müsst ihr immer noch, weil ich weiß nicht, ob ihr das sehen wollt, die ganzen Synchronisationen, oder ob ihr es ist einfach, ob ihr es einfach im Dingens machen soll, im Offline-Modus machen soll. Das, wie gesagt, müsst ihr dann entscheiden. Ich werde das dann so durchführen, wie ihr es für richtig haltet. Das sind nicht schon ein paar. Ich glaube, das würde... Ja, wir werden... Weißt du was? Wir werden mal die Eimer nach Seiten und dann die beiden da gleich begatten, würde ich sagen. Da holen wir uns auch mal dieses krasse Pferd hier. Richtig krasses Pferd. Ja. Indem wir auf ein Dings steigen. Klar, ist klar. So, jetzt aufgestiegen jetzt hier. Kann ich eigentlich hier rein? Kann ich mit dem Pferd hier... Nee, geht nicht. Scheiße. Weg da jetzt. So, machen wir ein bisschen... Diese Drecksgören, ey. Ich kann sie einfach nicht ab. Oh, nee. Hoppala. Das war jetzt auch ein bisschen zu... mich Dummkopf genannt. Irre. So, hier haben wir, da haben wir den ersten Turm, würde ich sagen. Ja, komm, wir besteigen das jetzt. Wir sind jetzt gerade hier. Wir besteigen das jetzt mal. Und auch jetzt hier. Komm, mach hin. Wir haben nicht ewig Zeit. Na, eigentlich schon, aber, es kommt besser, wenn ich das sage. Mal kurz hier oben drauf. Er kann auf jeden Fall größere Vorsprünge hochspringen als, glaube ich, jetzt in den ersten beiden Teilen. Was ja auch schon mal ganz nice ist. Boah, guckt euch das mal an hier. Schön Schneebiom drinne. Jetzt mal synchron. Schön, dass wir es geklärt haben. Wo haben wir denn Holz? Da ist Heuball. Schwupps. Was? Was passiert? Ich war hier. Eine miese Tante! Also bitte, wollte du. Man kann nicht mit dir interagieren. Ja, man kann interagieren. Ja, schön. Jetzt mit du. Ich wollte den Hund. Ja, war wie nochmal Kätzchen, neue feine Kätzchen. Da ja, war mit diesem braven Hündchen hier. Ja, du bist ja fein, bist du ganz knuffiger, bist du. Ja, du bist doch süß. Ja, komm. Man kann ja auch gleich vor Süßheit kotzen. Zuckergefahr hier. Los, geh mal weg jetzt, Dorn. So. Pferdchen, da ist mein Pferdchen.
Katze ist auch mit dabei. Hi, Chico. Ja. Das ist der nächste Turm, den besteigen wir jetzt auch gleich mit, Leute. Wieso? Was passiert? Aber wie gesagt, also die nächsten Türme müsst ihr jetzt entscheiden. Wie gesagt, ich gucke mir an Folge 11 dann ab und zu mal an. Schau nach, ob das jetzt jemand jetzt haben möchte oder nicht. Gucken wir mal. Wieso, ich habe ja auch irgendwo was zu trinken gelegt. Nein, habe ich natürlich nicht. Hätte ich jetzt bei solchen Synchros hier zum Beispiel jetzt mal schön was saufen können oder so. Ja, deswegen ist es vernünftig, diese Position jetzt da. So lässt es sich noch leben, dass der das aushält. So. Und, da ist es. Hui. Ja, natürlich. Einfach mal so mitten in der Luft, während du springst. Einmal, ups, jetzt will ich doch da lang. Ah, ist das dumm. Ich sag dazu nichts mehr. Ich habe das letzte Mal auch bemerkt. Wo ist mein Pferd? Wo ist mein Pferd? Kein Pferd. Wo ist mein Pferd? Schwein! Kann ich interagieren? Jawohl. Ja, genau. Whatever. Ja, ich habe letztens... Wo ist mein Pferd? Da ist mein Pferd. Ich habe letztens bemerkt, dass ich ein bisschen zu übertont habe. Deswegen habe ich jetzt meinen Mund ein bisschen mal weiter weg vom Mikrofon. Aus einem einfachen Grund, ja, damit halt nicht... Ich weiß nicht, ob ich zu tief ins Gras geschaut habe. Kann ich jetzt nicht sagen. Der hat Bastard zu mir gesagt. Hat er, der Bastard... Obwohl Bastard ja kein Schimpfwort an sich ist, nee. Ein Bastard ist ja etwas, was aus zwei DNAs entstanden ist. Also auch du, ja. Ich weiß, damit zerstöre ich jetzt ein paar Illusionen, aber deine Eltern müssen es ja irgendwann mal getrieben haben. Ich weiß, das ist für euch nicht vorstellbar, sonst wärst du nicht entstanden. Also bist du auch aus zwei DNA, aus deiner Mami und aus deinem Papi entstanden. Die haben es halt dann mal ein bisschen übertrieben zu dem Zeitpunkt. Und da bist du halt entstanden und damit bist du, ja, speziell du ein Bastard. Oh, fuck, der ist, hallo. Nein, den brauche ich noch, danke. Aber ich will diese Eimer noch Seite haben. Die sucht doch dieser eine komische Typ da. Stehen, Absel, kein Problem. Ja, was soll ich jetzt noch ein... Muss ich jetzt eigentlich, jetzt, lass mich doch mal in Ruhe. Muss ich die eigentlich jetzt zu dem Typen speziell hinbringen, oder... Haben wir unten Heu? Haben wir Heu? Da haben wir Heu. Gehen wir mal dahin. Versuchen wir mal von hier aus. Auch. Versuchen wir mal von da aus da. Jawohl, das funktioniert auch noch. Ja, ich bin einfach so sweet. Was? Jetzt ist weg. Gut. Wir hatten ja gerade was durchgelesen. Okay, jetzt habe ich schon wieder das Problem, dass ich nicht weiß, wo mein verdammtes Pferd ist. So, muss ich jetzt eigentlich, das muss ich doch jetzt zu dem hier hinbringen, oder nicht? Ich weiß immer nicht, was dieser Bürgerwehr ist. Aber er will doch diese Eimer nach Seiten haben, richtig? Das heißt, ich muss es ja auch zu ihm zurückbringen. Brauchen wir nur noch ein blödes Pferd. Scheiße, da muss ich das verfickte Pferd hier. Da ist es ja. Halt die Fresse. Du bist hässlich und stinkst. Los, vorwärts. Vorwärts. Geh doch. Was verplatzt da hier? Ihr stellt euch direkt in den Weg, ihr blöden Schweine. Am liebsten gleich töten hier. Das darf ich auch nicht. Was soll ich denn sagen jetzt? Ich habe so ein, zwei Ideen jetzt so am Start, am Entwickeln, die ich jetzt gucke, wie ich die durchführe. Aber das sind eigentlich zwei ganz interessante Ideen. Auch, dass ich jetzt jedes Mal, wenn ich meinen freien Tag habe, habe ich immer Donnerstag ein weiteres Let's Play hochlade. Ich weiß aber noch nicht, welches genau. Also es kommt immer dann nur Donnerstags. Zwei Spiele habe ich dazu jetzt so am Überlegen, ob ich das jetzt mache. Bei einem war es jetzt noch auf ein Update. Und dann mache ich vielleicht das eher. Schauen wir mal. So, wollen wir mal gucken. Kann ich jetzt dir das komische Ding geben?
Ich kann gerade nicht. Verzeiht. Anscheinend nicht. Doof. Was haben wir hier? Kann ich mit dem handeln? Und ich kann... Was braucht ihr, mein Herr? Schauen wir mal, was hast du denn Feines? Gülfen, würde ich sagen. Normale Waffen. Dann haben wir das normale Schwert. Das haben wir ja. Französisches. Kanarie. Entermesser. Französisches Entermesser. Okay, normales Schwert. Das haben wir ausgerüstet. Das ist ja unseres hier. Also, das Französische. Das dieses französische Panel besteht aus schmalen Klingen. Was? Dieses leicht britische Kavalleriestäbe ist. Ach, keine Ahnung. Ich habe jetzt keinen Bock, das durchzulesen. Sehr hübsche und effektive Waffe. In dieser Ausführung ist der Säbel vor allem. Mann, ich habe keinen Bock, das jetzt durchzulesen. So, was haben wir denn hier? Wir haben plus 1, plus 2, plus 3. 2 plus 2 plus 2. Das ist ja schon eigentlich ganz cool. Das ist ein bisschen ausgewogener, diese Waffe. Ist gut, Alter. 4100 und nur plus 1 und plus 1. Was soll denn der Scheiß? Der Name geht auf französischen Wörter. Keine Ahnung. Leder überzogen, Palaver. Das ist okay, aber hier haben wir jetzt plus 1, plus 2, plus 3. Das ist 3500. Das ist mir zu viel. Da habe ich echt keinen Bock, das da aufzugeben. Obwohl es dieses leicht britische Kavallerie. Ach komm. Dieses französische Entermesser. Ja, was haben wir eigentlich für Feuerwaffen noch? Nur die Steinpistole. Gut, das, ja. Verbraucher. Option. Rauchbomben. Option. Brauche ich das? Keine Ahnung. 1 plus 1. Brauche ich das denn? Schweißpulver? Können das? Keine Ahnung. Muss ich mir das jetzt eigentlich erst durchlesen? Lassen wir es mal. So, normale Waffen. Also, das Entermesser, französisches Entermesser, das wollten wir ja. Dieses französische Entermesser ist eine Hieb- und Stichwaffe mit breiter Klinge. Im Zeitalter der Segelschiffe waren Entermesser die Waffe der Wahl für die Schiffsbesatzung, da es durch die kompakte Größe in einem Handgemenge leicht zu handhaben ist. Achso, jetzt, okay, verstanden. Wobei ich stehen geblieben. Die meisten Entermesser verfügen außerdem über einen stabilen Handschutz, der sich auch als eine Art Schlagring benutzen lässt. Ja, also dieser Exemplar macht da keine Ausnahme. Das freut mich doch für ihn. So, leichtes Kavallerie. Dieses leichte britische Kavalleriesäbel ist eine sehr hübsche, effektive Waffe. In dieser Ausführung ist der Säbel vor allem als Hieb- und Schlagwaffe gedacht und verursacht so schwerere Wunden, dass französische Offiziere angeblich gegen seine Verwendung protestiert haben. Haben sie jetzt dafür protestiert, dass die, was? Haben sie jetzt dafür protestiert, dass jetzt die Briten das nicht mehr nehmen sollen oder sollen die Franzosen diese Waffe nicht nehmen? Kommt daraus nicht hervor, würde ich sagen, ne? Ah, 3500. Dann plus 1, plus 2 und plus 3. Nee, komm. Ich glaube, wir nehmen. Irgendwas stimmt nicht, mein Kater. Genau. Ich glaube, wir werden uns dieses französische Entermesser gönnen. Einfach nur, weil, also schön ausgewogen. Plus 2, plus 2, plus 2. Also sprich, in jede Richtung ist schön. Machen wir es mal, weil ich weiß ja eh nicht, ob wir das Geld noch demnächst haben werden und hast nicht gesehen. Kutoe-Schwert, verstehe ich auch noch nicht. So, das, ich kann irgendwie mein normales Schwert nicht verkaufen. Na egal. Dann belassen wir es dabei. Ja, schönes Schwert. Und, wegstecken? Verzeihung, nee, ich will ja wegstecken, will nicht mit dir reden. Nein, nicht reden. Wegstecken. Lass nein. Uns später reden, Freund. Ich kann nicht handeln. Wegstecken. Hallo. Macht er nicht. Okay. Kann ich vielleicht hier hochklettern? Dann ist es weg. Macht er auch nicht. Ja, dann verlassen wir einfach das Gebäude. Seltsame Vorkommnisse. Drei Beine, 18 Jahre Hund auf Baum. Lest alles darüber. So, aussehen. Wie kann ich das jetzt? Feuerwaffen und Zubehör aus einer Hand. Geht
Murray. Er hat alle Modelle auf Lager. Das freut mich doch. Ah, hier kann ich das Ding werfen. Und jetzt kann ich wieder wegstecken. Okay. Der war geschmeidig, Tante. So. Was machen wir jetzt? Wir könnten jetzt eigentlich mal die Hauptmission weitermachen. Ja, machen wir die Hauptmission weiter. Müssen wir auch mal ein bisschen vorwärts kommen hier. Und daraufhin erstmal schöne Neubein verstecken. Was übel Sinn macht. Wo ist mein Pferd? Pferd? Ey, du hast da was fallen lassen. Ey, du hast da was fallen lassen. Jetzt geht er einfach weg, obwohl er was fallen lassen hat. Mieses Schwein. Voll Idiot. Warte mal, ich habe letztens mit dem Schwein interagiert. Ja, es geht mit dem Hühnchen auch. Ja, feine Chicken Wing. Ja, Chicken Wing, habe ich gesagt. Dann haben wir Platz da. So, jetzt muss ich den ganzen blöden Weg auch noch laufen, ey. Fährt der echt super. Oh, gehobelter Klotz. Ah, duh. Wenn da feines, eine Gruppensammlung. Platz da! Da ist eine Almanachseite. Können wir versuchen, uns einfach mal zu holen. Wenn wir schon mal dabei sind, die zu jagen, dann jagen wir sie auch gleich komplett. Runter auf deinen Boden, du Arsch. Wie komme ich denn jetzt? Na, großes Kino. Wie komme ich jetzt da runter? Kann ich rüber? Da kann ich drauf springen. Ja. Könnte ich ja einfach mal drauf springen. Bleib stehen! Ich krieg dich noch! Was? Das war. Nee, Honi, jetzt geht's mal schlecht. Jetzt muss ich die Scheiße hier jagen. Hopp, hopp, hopps. Ja, da habe ich sie mitten im Sprung gekrallt. Ich habe auch keine Ahnung, was ich damit machen soll. Und zwing. Was? Nichts passiert. Alles Paletti. Coole Angelegenheit. Ah, guck mal, ein schwarzes Pferd. Ah, schwarz. Einfach weil es geil aussieht. Hi Schwein. Soll ich dich schlachten? Soll ich dich fressen? Na hey, komm. Hier, kannst du haben. Aber weil ich nett bin. Da hast du einen imaginären Apfel jetzt ins Maul gesteckt bekommen. Oh, was ist los? Hallo Charles. Ist die Frau, die wir suchen, aufgetaucht? Das heißt, dass sie gerade außerhalb der Stadt für Aufruhr sorgt, in einem Dorf namens Lexington. Wann fangen wir dort mit der Suche an? Wir treffen uns da. Na, der sieht aber nicht glücklich aus, ey. Alter! Freundchen, das hast du nicht mit Absicht gemacht. Nicht aus Versehen gemacht. So, komm her. Zack! Ja, komm, dann stopp dich doch. So. Aber dieses blöde Schubse hier jetzt mal hier. Steige dich und gib ihm. Los, der liegt auf dem Boden. Hast recht dann, ey. So. Verteidigung. Gegen eine Mauer schleudern. Verteidigen. Und wegschnitzeln. Gar kein Problem. Den auf dem Boden gehen wir auch noch. So, Patz hier. Ausweichen. Geben. Und direkt mal draufballern. Ich finde irgendwie so die Kombinationsmöglichkeiten. Alles, was er hier macht, das macht er automatisch. Also halt so Kombinationsstyle halt, das fehlt dir so ein bisschen. Ah, plündern wir mal. 14, okay. Eine Kugel, auch gut. Nee, da ist zu kalt. 0, Alter. Was soll das denn? Ich hab mir aus. Sie haben 0 Dollar erreicht. Wow. 11. Alter, die haben ja nichts. Die arbeiten hier für solche Leute und haben nichts dabei, oder was? Ja, wollt mich doch verarschen hier. 0, 0, 0. Wollt ihr mich rollen? Hier, Hunde, frisst mal das ganze Gedöns hier. Könnt ihr alles aufessen? Ja, feiner, Buffy, ne? Ja, feiner, Buffy. So. Machen wir mal. Folgt er mir jetzt eigentlich? Nein, er kümmert sich lieber um die toten Menschen. Was wollt ihr denn jetzt? Ich verstehe es nicht.